Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon. Jo, in den letzten Aufnahmen ist das Spiel ja leider gecrashed, gerade in dem Moment, in dem ich es eigentlich speichern wollte. Das heißt, wir haben ja ein bisschen Zeit verloren. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was überhaupt hier fehlt. Ich glaube, der Aussichtsturm fehlt und der Informationsstand, der dann gleich kommt. Und Moment, stopp. Nein! Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt haben wir die Chance, dieses Ertrinken hier zu verhindern, aber jetzt muss ich es ja doch nochmal so hier machen. Das ist natürlich jetzt das Schöne daran, dass es abgestürzt ist. Wir können. Wir machen das nochmal anders hier. Achso, warte mal, das bringt ja eh nichts, weil die Attraktion wäre da schon in Betrieb. Das heißt, wir müssen die wirklich alle jetzt hier so manuell ansagen. Und retten. Das ist aber das Schöne sozusagen an dem Absturz. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die ganzen Leute hier vom Ertrinken zu retten. Ich hoffe mal, das zählt jetzt hier nicht irgendwie als Cheat oder so. Und weiter geht es. Dass wir das hier vergessen haben, so richtig zu bauen, ist natürlich auch ein klassischer Fail. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man die jetzt so gerettet haben durch den Cheat, zählt das, also ist ja gar kein Cheat, es ist ja durch den Absturz, ist das dann was, Wasserrutsche im Weg? Also ich muss noch eins runter. Müsste das dann in Muss das in der Crash-Compilation dann erwähnt werden in der nächsten? Oder ist das in Ordnung dann, weil ist ja nichts passiert? Das ist jetzt die große Frage. So an sich war ja alles in Ordnung. Haben wir jetzt den Infostand mal gekriegt? So, ja, da kommt natürlich wieder traditionell an den Eingang, wie immer. Tja, und dann schlechte Nachrichten. Gestern Großbrand im Europapark. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Zum Samstag, dem, was war das, 26.05. gab es einen Großbrand im Europapark und da ist eine Lagerhalle abgebrannt und ich meine, der skandinavische und der holländische Teil haben da großen Schaden genommen. Ist so jedenfalls mein Wissensstand aktuell. Ich habe es jetzt auch nicht so extrem verfolgt, aber es ist schon bitter, sowas passiert. Das erinnert ein bisschen an den Brand von der Achterbahn im, was im Phantasialand mal gewesen. Ich glaube schon, wo auch mal so eine Achterbahn abgebrannt ist. Schon bitter. So, also die Besucher, sagen wir, Eintrittspreis ist günstig. Mal lassen wir das mal auf 25 Euro. Ach so, wir hatten glaube ich noch diese Holzachterbahn. Ah ne, die steht hier schon. Shuttle Loop haben wir schon, das haben wir schon. Dann brauchen wir jetzt doch so ein blödes Autofahren. Das Autofahren ist eigentlich nicht so beliebt, aber wie gesagt, damit wir überhaupt jetzt mal was machen und nicht ewig warten oder nichts tun, denke ich mal, könnte man sich so ein Autofahren ja doch schon mal bauen, obwohl wir es eigentlich mit den Finanzen jetzt gerade nicht so haben. Haben wir gerade irgendeine Werbung laufen? Nee, Schulden haben wir schon ein bisschen abbezahlt. Letzte Werbung war im Mai. Ach, wisst ihr was, da legen wir nochmal einen hinterher. Halber Parkeintritt. Werbung für Eis, weil im August ist es warm, kann man Eis gönnen. Freie Fahrt auf. Was haben wir so im Angebot? Mausverknotung einfach mal. Ah, wir machen freie Fahrt auf Twister. Da ist schon wieder problematisch mit der Warteschlange, weil das wahrscheinlich noch zu teuer ist. Werbekampagne für den Park und dann Werbekampagne für die Wasserrutsche. Garantiert ohne Ertrinken diesmal.
und da fängt es an jetzt mit Regnen und die Leute werden sich dort hoffentlich schön die ganzen preiswerten Regenschirme kaufen. Was dann hoffentlich auch nochmal ein bisschen extra Geld bringt. Die ersten werden schon verkauft. Das müsste sich eigentlich auch direkt auf die Erträge auswirken. Information mit knapp 4000 Euro pro Stunde Gewinn, das ist in Ordnung. Also gemäßigte Attraktion, das müsste dann der Aussichtsturm sein. Und wir wollen jetzt erstmal wieder unser Auto fahren. Bauen wir das mal ein. Das werden wir aber sehr wahrscheinlich eh wieder abreißen, weil wir den Platz brauchen in dem Park. Obwohl, wir könnten das Auto fahren auch einfach. Ach, das geht doch wieder nicht. Ich hätte das gern dort unten drunter. Könnte das Auto fahren auch einfach jetzt wieder unter diesen Abschnitt hier legen, wo die anderen Attraktionen drüber sind. Die Flat Rides, dann ist es sozusagen, ich weiß nicht, ob das dann als überdacht zählt. Eventuell. Das kann aber sein, dass die Leute dann mitfahren, weil es ja überdacht ist. Wenn wir dann so eine Attraktion hätten, die dann überdacht gefahren werden kann, wäre doch cool. Achso, das ist erstmal ein Fußweg. Ah, da vorne der Fußweg ist im Weg. Das muss ja jetzt auch keine spektakuläre Streckenführung sein, sag ich mal so. Ich glaube, hier rechts kommen dann auch die Achterbahn irgendwo, ne? Das Gelände gehört im Park nicht. Dann machen wir es so und dann. Attraktion wieder an, dann sind wir direkt am Ziel. Warte mal, können wir eigentlich den letzten. Ah, ne, machen wir, lassen wir einfach so. So, die Bahn sieht man kaum. Witzigerweise. Aber wir gucken mal, ob die ankommt. Eingang, Ausgang. Eine Mark, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut angenommen wird für den Preis. Das ist jetzt der Autofahren vom Namen her. Dann haben wir ja Sportwagen, Rennwagen und Lastwagen. Wir nehmen mal Lastwagen. Die haben wir, glaube ich, bisher eher selten genommen. Passt der Weg da durch? Nee, leider nicht. Schade. So, und auf damit. Da kommen schon die ersten Leute. Das ist cool. Also, wird es doch angenommen. Da ist jetzt ein Sitzplatz. Da können die Leute halt direkt gucken nach dem Shuttle Loop. Was ist denn hier beim Ruderboot los? So, jetzt, achso, man ist aufregend was und die finden das mittlerweile auch zu teuer. Bonanza ist auch jetzt nichts mehr los. Dann haben wir noch das Riesenrad. Auf eine Mark runter, hoffentlich bringt das was, aber anscheinend nicht. 50 Pfennig, loskommen. Für 50 Pfennig werdet ihr doch noch mitfahren wollen, Leute.
Na kommt. 20 Pfennig, ja, 20 Pfennig kommen sie da rein. Ach. Das ist ja mal echt wieder blöd. Ja, da müssen halt die Regenschirme beim Autofahren stehen. Nee, Quatsch, das kann nicht das Autofahren. Doch, hier beim Autofahren aktuell 27 Personen in der Warteschlange. Also das wird dann anscheinend doch auch noch angenommen. So, was haben wir als nächstes? Ein Aussichtsturm. Klar, das wissen wir ja schon, dass da der Aussichtsturm rankommt. Besucherzahl gut am Steigen. Auf 740 Personen aktuell. Und wir werden den Aussichtsturm auch wieder dorthin stellen, wie in dem anderen. Oder wo war denn das eigentlich, wo wir den hingestellt haben? War das nicht hier rein irgendwie? Aber ich glaube, das wird dann nicht passen, in die Ecke rein. Irgendwie, irgendwas war da. Okay, jetzt mein Aussichtsturm erstmal, aber ich glaube nicht, dass der hier reinpasst. In die Lücke? Nee. Wo hatten wir den denn hingestellt? War das hier sogar? Dann kommt halt dahin. Ist ja auch nicht so verkehrt. Und durch die Standardhöhe 42, wie das immer so ist. Ach, ist halt die Frage, ob ich dann hier überhaupt umkomme. Dann machen wir es halt so.